zu verhandeln, Stolberger macht es gegen Sendlitz. Wir verhandeln heute die Führung und Ausbildung der Zivildiener durch Stolberger Maximilian. Die Kläger sind die unzähligen Zivildiener der Einsatzzentrale Adlergau. Doch wo ist Ihr Verteidiger? Der Verteidiger lässt sich entschuldigen, der ist doch mit dem Beheben aller Wachschäden des Angeklagten mittels Tippex beschäftigt. Mit der Wange. Angeklagter, kommen wir nun zu Ihren Personalien. Nein. Sie heißen Maximilian Dolberger, sind einer von zwei Söhnen, in Steindorf geboren, seit 9.11.1970 beim Roten Kreuz tätig und Vater von zwei Kindern. Waren Sie mit den Pflegern näher bekannt? Hatten Sie ein harmonisches Verhältnis mit den Pflegern? So wie nicht. Können Sie die Antwort wiederholen? Warum Sie mir das nicht besonders? Ja, hatten wir. Kläger, stimmt das? Hatten Sie ein harmonisches Verhältnis zum Angeklagten? Nein. Ich habe das Verhältnis immer als harmonisch gesehen. Ruhe im Gerichtssaal. Sie sind nicht der Verteidiger. Ich kann niemand sagen. Zeugen, wie heißen Sie? Ihren vollständigen Namen bitte. Paul Hannesemitschöger. Wo und wann Sie geboren sind, ist mir jetzt egal. Kommen wir gleich zur Sache. Sie haben doch das Leben der Zivildiener miterlebt und können mir sicher sagen, wie es dazu gegangen ist. Daran kann ich mich nicht erinnern. Wann haben Sie das letzte Mal einen Zivildiener auf der Dienststelle schlafen gesehen? Das ist ganz normal und kommt des Öfteren vor. Angeklagter. Sie waren doch bei der Zivildienerauswahl dabei. Ja. Und sind Ihnen da auch Zweifel an der Qualifikation der Bewerber gekommen? Durchaus. Kommen wir nun zum ersten Anklagepunkt. Mit der Verteidigung. Stimmt es, dass Sie Herrn Teufel Florian gedroht haben, ihn nach Linz in die Körnerstraße zu schicken, um Decken zu schlichten? Nein, Ulrichsberg und Didi. Nein, stimmt nicht. Ulrichsberg und Didi Fuchs. Ja, ich habe jetzt doch besser wie mit Ist es auch richtig, dass Sie Herrn Teufel Patrick zum Schneescheren ins Müllviertel versetzen wollten? Ja, das hat aber gut. Ich habe Anklagepunkt 3. Entspricht es also auch der Wahrheit, dass die Mediener von Ihnen beauftragt wurden, Bier aus diversen privaten Brauhäusern während des Dienstes auch im Zuge eines Heimtransportes mitzunehmen? Ja. Jäger, sind Sie nüchtern und zurechnungsfähig? Fühlten Sie sich vom Angeklagten immer gerecht behandelt? Pfleger, gab es Beschimpfungen, die Sie als Beweis vorführen müssen? Nein. Zeuge, haben Sie irgendwann Beschimpfungen wahrgenommen? Kann mich nicht daran erinnern. Angeklagter, stimmt es, dass Sie Beschimpfungen gegen Ihre Zivildiener ausgesprochen haben? Ja, wenn man diese Beschimpfung nennen kann, weiß ich nicht, was dann was wirklich dran ist. Sind Sie der Meinung, dass den Zivildienstleistenden von Zeit zu Zeit eine Reflexion erteilt gehört? Ja. Entspricht es also der Wahrheit, dass Sie die Sofas in Beschlag genommen haben, sobald eine Fahrt nicht ordnungsgemäß im Fahrtenbuch verzeichnet wurde? Kann ich fragen, wenn ich nicht erholen? Entspricht es also der Wahrheit, dass die Sofas in Beschlag genommen wurden, sobald eine Fahrt nicht ordnungsgemäß im Fahrtenbuch eingetragen wurde? Ja, das ist richtig. Okay. Mussten die armen Zivildiener die Einsatzfahrzeuge auch innen polieren? Das stimmt leider auch. Zeuge, Sie hatten doch die Aufgabe, die Dienste zu beobachten. Was hat der Angeklagte mit den Klägern auf der Dienststelle getan?
Daran will ich mich nicht erinnern. Kläger, Sie sagten, Sie wären sich keiner Schuld bewusst. Dann spielt es also nicht, dass Sie absichtlich den Kaffeefilter in der Maschine ließen, obwohl Sie wussten, dass Herr Dolberger sich einen Tee machen wollte. Stimmt es, dass Sie Herrn Jeding Michael verweigerten, seinen Kollegen, Herrn Völlinger Dominik, die Nase schwarz anzumalen, während er schlief? Ja, das war klar, du Pferdler. In meinem Bericht soll sich keine Tiere erlauben, beruhigen Sie sich. Das war richtig. Ist es richtig, dass Sie während Ihrer Dienstzeit einen Zivildiener 2 Stunden im Auto warten ließen, während Sie sich eine Mundhygiene beim Zahnarzt gönnten? Ja. Ein ähnlicher Fall ereignete sich vor kurzem im Krankenhaus Vöcklerbruck. Sie fuhren einkaufen, während der Zivildiener die Patientin aus dem Krankenhaus abholen musste. Aufgrund der langen Wartezeit in der Rettungsgarage erklärte der Zivildiener der Patientin, dass Herr Dolberger einen anderen Patienten abliefern musste. Beim Öffnen der Schiebetür fiel allerdings ein Plastiksack heraus. Mit ihren Einkäufen wollte durch die Rettungsgarage. Hat sich das eigentlich so zugetragen, beziehungsweise waren es Ihre Einkäufe? Nein, auf der BH gibt es zum Einkaufen. Herr Dolberger, ist man Ihrer Meinung nach ein gutes Vorbild, wenn man eine Jacke aus dem Landeskrankenhaus Salzburg entwendet, weil man seine eigene nicht mehr findet? Und ich dachte, genau so müssen sein. Ich bin der Verteidiger. Ich denke, alle anwesenden Personen im Saal stimmen mir zu, wenn ich Ihnen sage, dass Sie den Slogan "Wir haben die passende Jacke für dich" eindeutig falsch interpretiert haben. Das ist ja okay, Im Großen und Ganzen sollten alle diese Gegebenheiten
ausreichen, um meinen Mandanten unschuldig unbestraft in die Pension zu entlassen? Oder zeugen diese nicht von Menschlichkeit, Unabhängigkeit, Neutralität, Unparteilichkeit? Max, müssen wir weiter? Schönheit, auf jeden Fall ist es ja so. Der ist ja nur viel. Was ist denn ja auch? Warum haben wir keine Zeit jetzt? Naja, wir haben schon Zeit. Es ist ja so, dass du ein Maximum in einer Ehre eh schon bist. Und darum sage ich, aus Liebe zum Max, sollten alle hier angesetzten Personen, inklusive die Kläger und natürlich auch Sie, Frau werte Richterin, Frau Barbara Salisch, für unschuldig plädieren. Danke. Ich habe dich ausgemacht. Ich bin nicht da. Ich werde es mir sehr gut tun. So, nun ist die Sache eingekommen. So, nun ist die Beweisaufnahme des Gerichts endgültig abgeschlossen und ich komme zur Urteilsverkündung. Alle erheben sich. Thank you.